Ja, Testspiel mit Gästen aus der Region, würde man sagen. Ne? Zuletzt bei Kickers Offenbach gespielt. Ne? Ich habe drei Spielzeiten. Genau. Und man will jetzt mal einen Wechsel machen oder will man einfach sich fit halten? Also gerade ist noch fit halten sozusagen. Interesse ist da auf beiden Seiten. Mal schauen, ob man sich da trifft. Ich wohne ja in Aachen jetzt bald, deswegen ist von der Entfernung ist auch gar nicht so verkehrt. Aber die Zukunft wird es auf jeden Fall zeigen. Dann. Ja, heute gute Akzente gezeigt im Mittelfeld Richtung Sturm. Kann man mal zurückblicken bei Kickers Offenbach, mit welchen Positionen hat man da, sag ich mal, den Erfolg gekrönt? Also auch komplett verschieden, links außen, rechts außen, im 10er-Bereich, im 8er-Bereich, sogar auf der 6, ich bin die Kleine mal, sogar auf der 6 und fühle mich aber auch auf der 10 sehr wohl, da wurde mich gerade ein bisschen einplanen, deswegen werden wir sehen dann, wo es weiterhin führt. Du hast angesprochen, zurzeit so ein bisschen Fitnesstraining hier beim 1. FC Düren. Genau. Alle Tore sind offen. Das heißt also, man kann dich jetzt in den nächsten Wochen hier mehrmals sehen. Ja, auf jeden Fall. Also in den nächsten Wochen werden wir uns auf jeden Fall noch sehen. Und wie gesagt, wir sind in den Gesprächen. Mal schauen, was da noch alles klappen kann. Und dann denke mal, dass alle Parteien sich freuen würden, wenn das klappen würde. Welchen Eindruck hast du denn von dieser Mannschaft? Super Eindruck. Also die haben mich super aufgenommen. Kenne ich auch ein, zwei Spieler noch von damals, von der dritten Liga noch gegeneinander gespielt. Deswegen, die haben mich super aufgenommen, auch nur, obwohl ich mich fit halte. Und deswegen bin ich glücklich, einfach jetzt gerade hier zu sein. Tja, Aachen in der dritten Liga, über 10.000 Dauerkartenverkauf. Also sieht man dich demnächst auch in Aachen als Zuschauer? Ja, auf jeden Fall. Mein Herzblut ist ja Aachen, muss man einfach sagen. In Aachen geboren, habe auch mit der Jugend und im Senioren 8 Jahre dort gespielt. Deswegen wird es auf jeden Fall da ab und zu mal ins Stadion gehen.